Hallo, grüß euch. Hier bin ich wieder, Markus Burkhardt, Naturgartenexperte. Weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Ich sage es jetzt einfach einmal. Wir werden heute da was einfühlen. Außerdem, wir haben jetzt da Richtung schon Christkind, Mitte Dezember. Ideale Zeit für einen Gartendreh, würde ich mal sagen. Ideale Zeit zum Ernten. Vielleicht wissen jetzt eh schon viel, was es ist. Also es steht wahrscheinlich eh unten, was es ist. Schaut einfach mit, würde ich sagen. Weil voriges Jahr, wie ich dort dran wollte, haben wir ja eine Überraschung gehabt. Da hat es die Fegel ganz gut geschmeckt, wo sie eigentlich ernten wollte jetzt um die Zeit. Aber jetzt hole ich mir es selber. Strategisch ein, ich meine, was will er mir damit sagen, mein Maulwurf? Bitte gehe nicht bei den Hühnern hinein, hier wohne ich. Ist wirklich herrlich, oder? Das sind einmal richtig, richtig schöne Heifen. Kann man nur gratulieren, ist ein Kunstwerk. Und ich muss drüber hupfen. Eieiei, am allerletzten Drücker, da haben wir es. Es kennt sich jetzt eh sicher aus, was ist. Die Mispel ist sicher eine meiner wirklich absoluten Lieblingsfrüchte. Keine Ahnung, die mag ich schon immer, die taugt mir. Mein Vater ist ja Slowene. Wir haben einige bei ihm unten gesetzt und er spült sie immer ein bisschen und tut so veredeln auf Weißdorn zum Beispiel. Die kann man auf verschiedene Wildpflanzen drauf veredeln. Und das Nette ist, weil mir immer wieder viel von euch schreiben, Mensch, mach doch mal was für einen kleinen Garten, ne? Die ist gut für den kleinen Garten. Die wird nämlich wirklich nicht groß. Ja, wenn du alt wirst und wenn du das jung setzt, dann wird es vielleicht auch einmal 5 Meter groß. Aber sie wächst sehr gemütlich, wächst langsam. Ich darf einmal sagen, rechnet so irgendwo 3-4 Meter, dass es groß wird und auch breit. Man kann es aber vom Schnitt eigentlich sehr gut in eine Richtung lenken, wie man es haben will. Die Mispel, also ein wirklich nettes Bäumchen. Ich darf sagen, der steht jetzt 5 Jahre sicher da, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und die letzten 2 Jahre ist wirklich so, ich weiß nicht, welcher Vogel oder welche Vögel Ratzeputz alle runtergeholt. Und heuer bin ich dran. Könnte man jetzt wieder viel trefflich darüber diskutieren. Streiten will ich es nicht nennen, weil wir Gärtner, wir streiten nicht, wir diskutieren. Aber die Mispel ist ja an und für sich, sagen wir jetzt einmal, sehr gut eingebürgert bei uns in Mitteleuropa. Sie hat eine sehr lange Geschichte, aber die Mispel ist so beliebt, dass selbst die extremen Hardcore-Verfechter von wirklich 1000%ig einheimisch, bei mir ist es ja, ich sage jetzt einmal 95%, bei der Mispel, da drucken wir beide Augen zu, die gehört zu uns, die lassen wir nicht mehr heim. Deswegen heißt es ja auch zum Beispiel deutsche Mispel, ist witzig, deutsche Mispel, obwohl es ursprünglich die ältesten Funde, ich weiß das nicht auswendig, ich habe das selber nachgelesen, muss ich zugeben, sind aus dem Tertiär scheinbar, aber man sagt scheinbar nicht mehr Tertiär, was weiß ich. Jedenfalls diese Zeitspanne hat aufgehört vor 2,5 bis 3 Millionen Jahren. Da gibt es schon Fossilfunde von der Mispel. Ob es damals schon wer gefressen hat, ich nehme an, sicherlich. Und so richtig ihre Hochblüte hat es dann gekriegt mit den alten Griechen, kann man sagen, die Babylonier und so weiter. Und wahrscheinlich, wie so vieles, richtig haben es die alten Römer zu uns aufgebracht, nach Mitteleuropa. Wie genau, weiß natürlich kein Mensch mehr, es war ja keiner dabei, aber sie dürfte irgendwie so mit den Römern mit aufgekommen sein. Man kann auch das genaue Entstehungsgebiet nicht zu 100%ig
festmachen. Es ist mir auch wurscht. Ich bin froh, dass es da ist. Aber man sagt so irgendwo, das heutige Georgien, Kaukasusgebiet, Iran, Irak, Axis of Evil, wie man in Amerika sagt dazu, da dürfte dieses wunderbare, herrliche, köstliche Früchtchen herkommen. Und jetzt haben wir es zum Glück da bei uns. Und was lustig ist, finde ich, lustig, wenn man die jetzt nachschaut, die Früchte, es ist wunderschön, der Frost oben sind echt schöne Bilder. Die Mispel ist eine der Früchte, da freut sich auch der Obstbauer, die eigentlich so gut wie nie einen Spätfrost ankriegt, weil es so spät bliert. So ähnlich wie die Quitten, könnte man sagen, die blieren auch recht spät. Die fängt frühestens, da würde ich sagen, Ende April, Mai bis in Juni eine blieren. Also seht ihr, eine späte, willkommene Blüte wieder für sehr viele Insekten. Schöne, große, richtig so fünfzählige weiße Blüten, elegante Blüte. Und das heißt, da kommt kein Spätfrost zu, weil das geht sich normalerweise nicht aus. Und jetzt um die Zeit, wo der Frost da ist, sind wir froh um einen Frost, weil jetzt können wir es essen. Heute sind wir wieder richtiges Dream-Team. Ich und die Kose, ich und meine liebe Gattin. Dieses Wort ist verboten. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ah ja, genau, da kennen Sie Klimawandelskeptiker, aufgepasst. Die Mispel ist eigentlich ein ganz wärmeliebendes Gehölz. Das heißt, die hat mit dem Klimawandel wahrscheinlich kein Problem. Das sage ich deshalb, weil es damals in der Zeit, wo die entstanden ist, also so Tertiärende vor 2,5-3 Millionen Jahren, das seht, wir sind sehr umfassend, da war es wesentlich wärmer. Gut, macht euch einen Reim drauf. Sie mag es einfach warm, das will ich damit sagen. Also so Gebüsche, die irgendwo in der Sonne sind, da kann man es natürlich antreffen. Übrigens, wenn ihr jetzt wirklich das Glück habt, dass wo daheim seid, wo die, meistens sind sie ja verwildert. Wir haben es gesetzt, irgendwann einmal. Übrigens, Karl der Große, Geschichte, viel mehr weiß ich schon nicht. Karl der Große, das weiß ich noch, wann der gelebt hat. Ich glaube, das war 700 nach Christus oder irgend so irgendwie. Ich weiß es nicht. Es ist lang aus jedenfalls. Der Karl der Große hat angeordnet, es möge in seinem Einzugsgebiet, und das war wahrlich kein kleines, möge die Mispel gesetzt werden. Der hat schon gewusst, wie gesund die ist. Wahrscheinlich hat er so ein bisschen mit der Verdauung zu tun gehabt, so wie früher viele Leute. Und für das ist nämlich die Mispel wirklich gut. Sie ist so batzwach, so geschmeidig, wie es ist. So geschmeidig ist es auch für uns. Es vertragen auch Leute, die Magenprobleme haben. Okay, ist jetzt, wenn es den Kübel ist, dann will ich keine Reklamationen. Bei normalem Gebrauch ist sie sanft und man kann es gut hernehmen, wenn man darmmäßig einfach nicht fit ist, wenn man den wieder ein bisschen einstellen will. Sie ist ganz sanft abführend, aber da müssen Sie wirklich größere Mengen essen. Aber wenn es die gerne ein bisschen blockt, wenn es längere Zeit oder wenn es großformatige Zeitungen am Häusl brauchst, bis du wieder rausgehst, dann könntest du eine Mispelkur versuchen. Vielleicht geht es dann schneller und du kannst auf eine kleinere Zeitung umsteigen. Beim nächsten Mal werden wir aus der Mispel, also ich gehe jetzt dann auf ins Haus natürlich und mache dann was draus, so eine Art, ich werde es trocknen und da machen wir dann, ich kann einen Tee draus machen, aus diesem getrockneten Zeugs, aber ich darf da gar nicht zu viel verraten, was wir machen, aber man kann die wirklich gut verarbeiten. Ich glaube, wir trinken nachher einen Schnapskose, weil es eh so kalt ist. Da muss ich ein bisschen aufwärmen. Ich habe nämlich im Keller einen Schatz gefunden. Der liegt sicher schon ein paar Jahre unten, wo wir Mispeln eingelegt haben in einen Schnaps, wird ein guter Likör. Aber eben, die Mispel hat einfach sehr viele gute Inhaltsstoffe, aber das schauen wir sich vielleicht nächstes Mal an. Für einen Baum selber, glaube ich, haben wir das Wichtigste einmal gesagt. Es ist, ich finde, ein entzückendes Bäumchen, auch für einen kleinen Garten oder den mittelgroßen Garten. Gern kriegt so, da sieht man es noch nicht, weil die noch zu jung ist, aber wenn sie älter werden, dann werden die Stämme ganz gern so ein wenig verdraht, meistens haben sie eh so kurze Stammerl. Und da, das fängt schon ein bisschen an, das sieht man schon. Wenn es ist, wo wisst ihr, dass alte Mispeln sind, schaut es einmal genau,
die Es, die da nicht gehen, die kriegen dann gern so ein Knie oder einen Ellbogen. Die biegen sich so komisch. Ist einfach so. Dann, da fangen sie schon. Die biegen sich so komisch durch. Das ist eine Eigenschaft von der Mispel. Aber einfach wirklich ein herrlicher Strauch. Verwendung vielleicht, das sage ich noch ganz kurz. Und dann bitte lasst mir endlich in Ruhe brocken. Die Verwendung im eigenen Garten. Ich kann es entweder solo, also solitär setzen, dass es allein steht. Da wirkt sicher der Strauch am schönsten. Aber eben wie er, ich glaube, ich habe das gar nicht fertig geredet vorher, was ich wegen einem Standort sagen wollte. Oder wenn ihr eben das Glück habt, dass bei euch, wo schon verwüdert sind, dass ihr wisst, okay, da sind hier und da in die Streicher so Mispeln drinnen. Sie sucht sich gern so, man sagt, sommerwarme Gebüschsäume. Also so einfach Hecken, wo die Sonne gut hinscheint. Da fühlt sie sich wohl. Also einfach was Warmes, wenn ihr Böschungen habt, wo die Sonne den ganzen Tag drauf scheint, das taugt ihr. Also die könnt ihr auch ohne weiteres in so eine gemischte Hecken rein und integrieren. Geht super. Ja, die Mispel ist wirklich eine klasse Pflanze, weil es für so viele verschiedene Dinge gut ist. Sie ist gut für uns Menschen. Sie ist natürlich auch gut für die Tierwelt. Gut, wir sind auch Menschenaffen, ein bisschen gescheitere offen. Und die Vögel haben es recht gern, das ist ein super Vogelnährgehölz. Und natürlich auch, wenn die Blüte da ist, ist es ganz leicht zugänglich für viele verschiedene Insekten. Und von der Frucht her kann man es vergleichen eigentlich so irgendwie mit die Hagebutten von den Rosen. Da muss auch der Frost ein paar Mal drüber gehen. Oder die Schlehen. Und dann werden die wirklich schön bekömmlich. Man reißt es einfach runter, es ist eh nichts dabei. Und nachher siehst du eh schon, durch das Runterreißen entsteht da ein kleines Loch. Da sieht man schon ein bisschen dieses Fruchtmus, das auf uns wartet, das Köstliche. Das ist oft so ein bisschen so bötzig behaart. Da sind diese Kronzipfelchen. Und da tust du es dann einfach aussaugen. Schau, da ist das Fruchtmus. Das ist nämlich ganz schön was. Ich habe es in den warmen Gebüschsaum gespuckt. Wann bei euch einmal, das würde mich wirklich interessieren, einmal eine Mispel aufgegangen ist vom Samen, Congratulations! Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe noch nie irgendwo in der Nähe von einer Mispel eine Mispel aus dem Kern auserwachsen gesehen. Man kann es aber natürlich über den Kern vermehren, muss man es aber scheinbar ja, ausreichend früh vom Fruchtfleisch befreien, wegen der Keimhemmung, stratifizieren, was weiß ich. Aber wann bei euch die aufgehen, das darf mich interessieren, das wäre interessant, einmal so einen Sämling zu beobachten dann, weil der Sämling schlägt ganz gern zurück in die Urform und dann kriegen sie so bei die ähnlich wie zum Beispiel die Wildöpfen, kriegen sie wieder so ein bisschen Dornen. Das war einmal lässig, wenn sowas passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tat uns natürlich immer gefallen, wenn ihr uns abonniert, weil wir schauen natürlich regelmäßig. Wir liefern total, total regelmäßig Content ab. Nicht immer in gleichen Abständen, aber halt so. Und jetzt muss ich in die Küche rauf, erstens, weil mir kalt ist. Die anderen, die hole ich mir ein bisschen später, vielleicht morgen, werden wir sehen. Und heute gibt es einmal keinen Deko-Blog, dafür erzählt euch der Niklas, wie es ihm gegangen ist mit dieser Kartenaktion. Ich will jetzt gar nicht mehr dazu sagen, das ist sein Part. Und ich werde mich nachher eben in die Schürzen schwingen und dann ein Rezept ausprobieren, was ich auch noch nicht gemacht habe mit den Mispeln. Da kann man ja wirklich lässige Sachen daraus machen, aber das machen wir im nächsten Teil. Und da schauen wir sich auch ein bisschen so die Inhaltsstoffe an. Bis dahin, macht es gut. Viel Spaß bei euch daheim. Ich hoffe, dass ihr halbwegs einen lässigen Winter habt. Egal, wie immer das jetzt ist, ob es zugeschnitten seid oder ob es abgesetzt seid, macht es gut, bleibt gesund. Und vielleicht war das einmal ein Rezept, was wir sich nächstes Mal anschauen, was euch gefreut zum Nachmachen. Keine Ahnung, ich werde euch berichten nächstes Mal.
kiss underneath the mistletoe. I used to think that I wanted somebody on Christmas, I don't. Memories, hey, and holiday cheer welcome me back every year. Why would I wanna be with someone else wishing I could be here? Now that I'm home and I'm getting a little bit older, I'm not quite ready for moments like these to be over. I don't mean to be selfish, but when I look around I can't help it. Maybe I don't wanna grow, 'cause I know I'd be missing too much. Guess I'm not. Also, wir haben jetzt schon die Übergebung für den Lucky und für Lisa da. Es sind für jeden 763,50 Cent. Sagen wir, für jeden. Also sind es insgesamt 1527. Sagen wir. Ja, na. 1524 Euro sind zusammengekommen und die haben sich jetzt so gefreut und danke an die, die was eine Karten gekauft haben und ja. Tschüss! Schau, da haben wir jetzt den Mispel Likör, glaube ich, ja, sagt man zu sowas. Keine Ahnung, ich weiß echt nicht, es muss schon ein paar Jahre drinnen sein. Jedenfalls riecht er wirklich schon sehr aromatisch und wir werden jetzt da einen Koster machen. Prost! So, das ist, bei dir ist ein bisschen weniger drin. Das ist ein Damenschnaps. I miss you more right now. It must be these holidays. You know you're my everything. The only present I want. And oh, what I give to be with you under the mistletoe.